Salvete omnes qui linguam latinam discere in animo abetis. Unser Kurs geht weiter mit der Lektion 5a. Wie angekündigt, werden wir uns hier mit einigen ganz wichtigen systemerhaltenden Wörtern beschäftigen und zunächst einmal mit einem unregelmäßigen Verbum, dem unregelmäßigen Verbum schlechthin, nämlich dem Wort esse, sein. Unregelmäßig in welchem Sinn? Ihnen ist der Begriff unregelmäßiges Verbum allein schon daher ein Begriff, weil Sie ja zum Beispiel gesehen haben, dass die Perfektstämme aus den Präsensstämmen nicht immer ableitbar sind. Das kann man auch als Unregelmäßigkeit bezeichnen. Hier geht es aber um eine andere Art von Unregelmäßigkeit, nämlich darum, dass ein Verbum allein schon in der Konjugation des Präsens keiner speziellen Konjugation folgt, sondern quasi seine eigene Konjugation ist. Vollkommen unregelmäßig. Natürlich heißt vollkommen nicht tatsächlich, dass gar kein bekanntes Element wiederkehrt, aber es lässt sich aus keiner bekannten anderen Konjugation ableiten, wie die zweite Person, wie die dritte Person und so weiter lauten müsste. In diesem Sinn, unregelmäßige Verben sind also jetzt hier in 5a unser Thema. Und wie gesagt, wir beginnen mit esse. Wenn Sie in unserer Arbeitsunterlage nachschauen, ist das auf der Seite 15. Und da finden Sie auf der ganzen Seite 15 drei Kästen, die Ihnen das Präsens, das Imperfekt und das Perfekt des Zeitwortes esse präsentieren. Und ein kurzer Blick zeigt schon, dass es sich um höchst unregelmäßige Strukturen handelt. Fangen wir mit dem Infinitiv an. Esse, das ist ein Infinitiv, den Sie vermutlich aus Begriffen wie essentiell oder Essenz kennen. Auch dieser ist scheinbar unregelmäßig, denn er hat nicht die sonst für den Infinitiv typische Endung re, sondern die Endung se, die aber in Wirklichkeit die alte Infinitivendung ist. Darüber habe ich in einer der letzten Lektionen schon mal gesprochen. Muss ich jetzt hier nicht wiederholen. Esse, der Stamm dieses Verbums mit der Bedeutung sein, ist es. Und das se, dadurch entsteht ein Doppel-S im Wort, ist die Infinitivendung. Esse. Dieser Stamm es wird wiederkehren, aber bisweilen recht überraschender Form. Bevor wir das Wort nun konjugieren, ganz kurz ein Wort zu seiner Bedeutung. Esse ist im Lateinischen natürlich auch, wie im Deutschen, ein Hilfszeitwort, aber nicht nur. Und im Übrigen ist es das im Deutschen ja auch nicht nur, denn man kann ja nicht nur sagen, er ist gegangen, sondern man kann auch sagen, das Seiende ist und dem Wort Sein eine existenzielle, grundlegende Bedeutung geben. Im Lateinischen ist das ganz geläufig. Esse und seine Formen haben auch die Bedeutung existieren, vorhanden sein, zur Verfügung stehen, aber auch räumlich sich befinden. Anders etwa als im Spanischen, wo man zwischen ser und estar unterscheidet, ist im Lateinischen esse ein völlig adäquates Wort sein, um anzuzeigen, wo etwas ist, im Sinn von wo etwas sich befindet. Und das ist dann auch nicht wie im Deutschen schlechter Stil, wo das Wort sein auch so verwendet werden kann, aber man spätestens in der Volksschule lernt, dass man es durch befindet sich oder ist zu finden oder steht oder hält sich auf ersetzen sollte. Im Lateinischen ist dieses Wort esse sozusagen ein wirklich gebrauchbares, starkes Verbum für existieren, vorhanden sein, in einer gewissen Menge vorhanden sein oder sich räumlich an einer Stelle befinden. Daneben ist es auch ein Hilfszeitwort, gewiss. Gut, ich habe Ihnen auf der Seite 15 zum leichteren Erlernen oder besser gesagt zum besseren Erinnern Parallelen aus anderen Sprachen, naturgemäß romanischen Sprachen, beigegeben, die Ihnen vielleicht dabei helfen, diese unregelmäßigen Formen schnell zu erlernen. Im Übrigen glaube ich tatsächlich,
dass einige dieser völlig unregelmäßigen Formen nichtsdestoweniger im kollektiven Sprachgedächtnis jedes Europäers und jeder Europäerin tief eingeprägt sind. Fangen wir mit dem Präsens von esse, sein, an. Die erste Person lautet sum, sum. Nun, das sum ich bin heißt, ist wahrscheinlich den allermeisten von Ihnen bekannt, allein schon aus dem Descartes-Spruch cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Sum, ich bin. Es, du bist. In orthografisch identischer Form haben Sie das im Französischen erhalten. Tu es, nur spricht man das S am Schluss nicht, aber im Lateinischen naturgemäß schon. Also es, du bist. Und die dritte Person, est, die keiner langen Vorstellung bedarf, weil sie auch schon allein dem Deutschen so ähnlich klingt. Est, ist. Und das ist auch kein Zufall, das ist die indoeuropäische Verwandtschaft. Es liegt einfach daran, dass sowohl Deutsch als auch Latein, als auch Griechisch, als auch Sanskrit von einer älteren Sprache abstammen, die wir alle, zumindest all diese Sprachen, gemeinsam haben. Und so haben wir das Est und das Ist im Lateinischen als ein Erbe aus längst vergangener Zeit in dieser Ähnlichkeit vorliegen. Abgesehen davon, Spanisch es. Französisch il, wiederum kommt uns die verrückte französische Orthographie zu Hilfe. Man sagt, man spricht zwar nicht so, aber man schreibt nach wie vor so wie vor 2000 Jahren im Französischen, nämlich mit der lateinischen Orthographie est il. Sumus. Hier wird jedem, der Spanisch kann, kein großer Unterschied auffallen. Spanisch heißt es somos, wir sind nous sommes. Dieses sommes im Französischen in der Orthographie ist natürlich auch nichts anderes als das Sumus des Lateinischen. Schließlich, ihr seid estis, estis. Das ist sehr nah am französischen vous êtes und sunt, sie sind, ils sont, son im Spanischen und man könnte andere Beispiele aus den romanischen Sprachen noch hinzufügen. Sum es est, sumus estis sunt. Das Sum kennen Sie von Descartes. Das S und das Est kennen Sie von Französisch, das Sumus ist von Somos, dem Spanischen, verdammt ähnlich. Estis vom Französischen vous êtes und sunt vom Spanischen und vom Französischen ableitbar. Abgesehen davon erinnert es auch wieder an das Deutsche sind und auch das nicht zu Unrecht. Wenn Sie jetzt noch genau hinschauen, werden Sie feststellen, dass die Personalendungen die nämlichen sind, die Sie schon von Anfang an kennengelernt haben, nämlich im Präsens hier ein M, das ist ungewöhnlich, aber Sie kennen diese Personalendung für die erste Person und dann S, T, Mus, Tis, Nt. Diese Endungen sind natürlich auch hier wieder vorhanden. Sum, es est, sumus, estis, sunt. Ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Nun, die nächste Zeit, die wir unregelmäßig in diesem Wort bilden, ist das Imperfekt. Die lateinischen Formen sehen Sie genauso wie oben in der dritten Spalte. Eram, eras, erat, eramus, eratis, erant. Ich habe hier einen Druckfehler in unserem Kodizillus, den Sie übrigens wie immer den Link dazu unter dem Video finden. Hier steht eram, eras, erat, er, Punkt, mus, das ist natürlich Blödsinn. Hier fehlt das A, eramus, eratis, erant. Diese Formen werden jedem, der Spanisch oder Portugiesisch kann, sehr vertraut sein. Era, eras, era, eramos und so weiter. Im Italienischen hat sich da ein bisschen mehr verändert, aber im Großen und Ganzen sind diese Formen in den romanischen Sprachen sehr ähnlich erhalten geblieben. Wenn Sie wiederum auf die Personalendungen schauen, sehen Sie MST, MUS, TIS, NT, das ist klar. Und Sie haben davor das A, also genauso wie bei dem Ba, das das normale Imperfekt bildet. Und wen es interessiert, dass davor ER steht, das ist genau dasselbe wie der Wortstamm S im Infinitiv esse, nur ist durch die intervokalische Position im klassischen Latein, nämlich durch die Position des S zwischen zwei Vokalen, eines S, das ursprünglich sehr stimmhaft war, esan, eran. Daraus geworden. Also dieses R ist eigentlich ein altes S.
Aber unterm Strich schaut es natürlich synchron nach einer unregelmäßigen Form aus. Eram, eras, erat, eramus, eratis, erant. Ich war, du warst, er war. Wen diese Formen an dieser Stelle an die Endungen des Plusquamperfekts erinnern, dem sei hier recht gegeben. Allein beim Plusquamperfekt ist eram, eras, erat einfach nur eine Endung und hier ist es ein vollständiges Wort und bedeutet ich war, du warst, er war. Nun gut, damit sind wir bei der dritten Zeit, die wir uns von diesem unregelmäßigen Verbum anschauen wollen. Und hier, das wundert uns am wenigsten, haben wir von vornherein einen anderen Perfektstamm. Perfektstammbildung ist ja etwas sehr, sagen wir mal, Kreatives im Lateinischen. Der Perfektstamm von esse lautet fu. Und an diesen hängt man allerdings ganz in regelmäßiger Weise die Personalendungen dran, die Sie für das Perfekt kennen, nämlich i, isti, id, imus, istis und erunt. Also fu plus i macht fui, fui, fuisti, fuit, fuimus, fuistis, fuerunt. Diese Formen erinnern sicherlich sehr leicht an Italienisch fui, fosti, fu, fumo, foste, furono, an Spanisch fui, fuiste, fue und dergleichen mehr. Diese Formen sind in den romanischen Sprachen ebenfalls sehr gut erhalten. Es sei darauf hingewiesen, für den Fall, dass Sie Spanischkenntnisse mitbringen in den Lateinkurs. Im Spanischen ist fui das Indefinido sowohl von dem Wort ser, also unser esse, sein, als auch von dem Wort ir, gehen. Das ist im Lateinischen nicht so. Fui, fuisti, fuit, fuimus, fuistis, fuerunt heißt nur, ich bin gewesen oder ich war, du bist gewesen, du warst und nicht, ich bin gegangen. Definitiv im Lateinischen nicht. Das ist eine spätere Entwicklung in den iberischen romanischen Sprachen. Ja, fui, fuisti, fuit, fuimus, fuistis, fuerunt. Damit wären die unregelmäßigen Formen von esse für uns für den Augenblick komplett. Wir werden an späterer Stelle noch über den Konjunktiv reden müssen, aber das tun wir erst, wenn wir allgemein über den Konjunktiv reden. Und nun die gute Nachricht, dieses Hilfszeitwort esse schenkt Ihnen, vorausgesetzt Sie haben diese Formen jetzt schon gelernt, schenkt Ihnen auch ein zweites unregelmäßiges lateinisches Verbum, nämlich das Modalverbum posse, können. Sie kommen mit der Kenntnis von esse auch durch das Wort posse. Warum? Zu diesem Zweck blättern wir eine Seite weiter auf die Seite 16. Hier haben Sie das gesamte Paradigma Präsens Imperfekt und Perfekt des Wortes posse, können, vorgeführt. Sie sehen, dass das hier jeweils einen Gedankenstrich in jeder der Spalten heftig bemüht. Und dazu ganz kurz ein Wort, wenn es nicht auf den ersten Blick ohne dies ersichtlich sein sollte. Das Lateinische hat eigentlich gar kein echtes eigenes Wort können. Stattdessen verwendet man im Lateinischen eine Umschreibung für können, die durchaus vergleichbar ist der Konstruktion, die man im Englischen mit to be able als Synonym für to can zur Verfügung hat. Also statt zu sagen, ich kann das tun, ich bin in der Lage, ich bin fähig, das zu tun. I am able to do it. Im Lateinischen gibt es ein Eigenschaftswort der konsonantischen Deklination. Darüber müssen Sie sich noch keine Gedanken machen. Das heißt potis, potis, P-O-T-I-S. Dieses potis bedeutet fähig, mächtig, in der Lage. Davon kommt letztlich auch Potenzial und Potenz und Potent und all diese Begriffe. Potis, fähig. Dieses Eigenschaftswort in Verbindung mit esse heißt nichts anderes als potis sum, I am able, ich kann. Und nun wird das durch den heftigen Gebrauch aber verkürzt. Das Eigenschaftswort potis wird verkürzt auf seinen Stamm ohne eine weitere Deklination, pot, pot, P-O-T. Und an dieses pot
werden nun die Formen von Esse angehängt. In Wirklichkeit werden sie nicht angehängt, in Wirklichkeit werden sie einfach dahinter gesagt. Aber durch den ständigen Gebrauch erschien es schließlich selbst einem, was heißt selbst, gerade einem römischen Native Speaker, zweifelsohne so, als wäre das ein Wort. Nämlich zum Beispiel, ich kann Possum. Wieso heißt das jetzt Possum und nicht Potsum? Assimilation. Oder anders gesagt, die Römer fanden es einfach schier, Potsum zu sagen und haben das T an das S angeglichen und so entstand ein Doppel-S. Also aus Potsum, ich bin sum, pot, fähig, wird Possum, ich kann. Im Übrigen Italienisch Posso, Portugiesisch Possu, Französisch Je peux, wird sie daran erinnern. Possum, die zweite Person, hier stößt pot auf das lateinische du bist fähig, pot es. In der Verbindung pot es gibt es keinen Grund, irgendetwas zu assimilieren oder zu verändern. Das ist ein sehr angenehmer Übergang, also entsteht einfach potes, potes. Achten Sie bitte natürlich darauf, dass die Gedankenstriche, die jetzt hier in diesem Kasten auf der Seite 16 stehen, sonst in der lateinischen Literatur nicht vorkommen. Diese Gedankenstriche sollen eben nur Ihnen deutlich machen und vorführen, dass hier ein Eigenschaftswort in seiner verkürzten Form mit den Formen von esse kombiniert wird. Possum, potes, potest, klar. Possumus, da haben wir wieder die Situation, dass ein Potsumus zu einem Potsumus hätte werden müssen, was den Römern hässlich erschien oder nicht leicht auszusprechen und so wurde daraus Possumus. Potestis, potsunt macht wieder Possum. Also Possum, potes, potest, Possumus, potestis, possunt. Ich kann, du kannst, er kann. Sie müssen das natürlich nicht mit ich bin in der Lage oder dergleichen übersetzen, daran denken, dass potsum eigentlich I am able heißt, sondern für einen Lateiner ist das dann zum Wort für können geworden. Also ist es auch für uns so ins Deutsche zu übersetzen. Possum, ich kann. Das Imperfekt. Hier ist es ganz einfach, hier gibt es nämlich keine unterschiedlichen Situationen in der Kompositionsfuge der beiden Wörter. Hier stößt immer auf den finalen Konsonanten T, der initiale Vokal E. Es gibt also keine Assimilation und wir haben einfach pot, era, pot, eras, pot, erat, pot, war fähig, konnte. Poteram, poteras, poterat, poteramus, poteratis, poterat. Ich konnte, du konntest, konnte. Mit dem Perfekt verhält es sich slightly different. Als Arbeitshypothese würde ich es mal so formulieren. Die Kombination von pot und fui hätte für den Römer potfui ergeben, was nur in einer so hübschen Sprache wie Deutsch erträglich ist. Für einen mediterranen Menschen war das ein scheußlicher Klang und so haben sie das F weggelassen und so bleibt von fui, fuisti, fuit, fuimus, fuistis, fuerunt nur ui, uisti, uit über. Also potui, potuisti, potuit, potuimus, potuistis, potuerunt. Potui, potuisti, potuit, potuimus, potuistis, potuerunt. Ich konnte, ich habe gekonnt. Die Probleme der Übersetzung des Perfekts mit beiden Möglichkeiten im Deutschen, Präteritum und Perfekt, haben wir ja ausführlich in der ersten Lektion besprochen. Gut, das wären nun die ersten unregelmäßigen Verben in dem Sinne, dass sie in ihrer Konjugation schon unregelmäßig sind und die sie relativ leicht, wie ich meine, trotz ihrer Irregularität sich merken können, weil sie einerseits die Formen von esse zu einem Teil zumindest aus romanischen Sprachen oder aus ihrem Bildungsschatz ableiten können und zum anderen vom Wort posse eins zu eins die Endungen, nämlich die Formen von esse übernehmen können. Also sie bekommen zwei unregelmäßige Verben zum Preis von einem. Damit wären wir
mit den unregelmäßigen Verben, soweit dass die Lektion 5 im Kodizillus darstellt, zu Ende. Ich habe ansonsten die Gepflogenheit, weitere unregelmäßige Verben dieser Art erst sehr spät im Kurs vorzustellen. Da dieses Jahr aber in dieser Videoversion alles ein bisschen anders ist, möchte ich jetzt an dieser Stelle bereits noch weitere drei unregelmäßige Verben Ihnen kurz vorstellen, deren Kenntnis von Anfang an bestimmt kein Schaden sein wird. Es ist nicht sehr kompliziert, die Unregelmäßigkeit hält sich zumindest in zwei von den drei Fällen stark in Grenzen. Es handelt sich um das Wort Ihre, gehen, um das Wort Welle, wollen, und um das Wort Ferre, tragen. Fangen wir mit Ihre an. Wir werden hier nicht alles machen, nur mal das Wichtigste. Es fängt einmal damit an, der Infinitiv dieses Wortes Ihre, es bedeutet gehen, zeigt einen I-Stamm. Man würde also ein Verbum der I-Konjugation im Weiteren auch erwarten. Wenn Sie Spanisch oder Portugiesisch können, ist Ihnen dieser Infinitiv bekannt. Ir, gehen, das ist im Spanischen genauso. Die Unregelmäßigkeit besteht bei diesem Verbum nun darin, dass es in der Konjugation zwischen diesem im Infinitiv gezeigten I-Stamm und einem offensichtlich parallel dazu existierenden E-Stamm hin und her springt. Die erste Person, ich gehe, heißt nämlich nicht Io, sondern Eo, mit E wie Emil, Eo, ich gehe, Eo. Du gehst heißt allerdings Is. Der Rest ist nicht mehr wirklich unregelmäßig, die Endungen sind natürlich die üblichen Personalendungen. Is, du gehst, it, er, sie, es geht, I muss, wir gehen, itis, ihr geht. Also Sie haben hier überall den I-Stamm und jetzt in der dritten Person Plural schlägt wieder dieser E-Stamm zu, den wir in der ersten Person Einzahl gesehen haben. Und die dritte Person Plural heißt eunt, eunt, E-U-N-T, eunt. Also das Ganze nochmal, eo, is, it, imus, itis, eunt. Eo, is, it, imus, itis, eunt. Ich gehe, du gehst. Er geht. Die anderen Formen des Verbums ihre sind relativ regelmäßig, insofern als sie sich entweder oder für den I oder den E-Stamm jeweils entschieden haben. Ich erwähne bei dieser Gelegenheit einmal nur das Imperfekt, das ist eine Zeit, die wir können. Es wird ganz regelmäßig vom I-Stamm gebildet, also I, ba, hm. I, bam, I, bas, I, bat, I, bamus, I, batis, I, bat. Ich ging, du gingst, er ging. Der Perfektstamm ist I, einfach nur I. Und an den werden nun die Perfekt-Personalendungen drangehängt, die ja auch I ist die, it, imus ist dies, er und lautet, sehr viel mit I zu tun haben. Und so stoßen hier also zwei Is oft zusammen. In der Orthographie tatsächlich jetzt mit Absicht sehr unlateinisch ausgesprochen, II, ich bin gegangen. II. II ist die, iit. Er ist gegangen. Das I ist der Stamm und das I ist die it, imus ist dies erunt, ist jeweils die Perfektpersonalendung. In der tatsächlichen Aussprache des Lateinischen, wie in allen mir zumindest bekannten romanischen Sprachen auch, gibt es ja keinen Glottostopp, nicht diesen typischen deutschen gepflogenen Knacklaut tief im Hals, der zwischen zwei Vokalen eintreten kann, i, sondern i. Und damit sind automatisch zwei gleiche Vokale, die nebeneinander stehen und ohne Atempause hintereinander gesprochen werden, in Wirklichkeit nur ein langer. Ein Römer konnte nicht i sagen, weil er keinen Glottostopp hat, weil er nicht i machen kann. Also das heißt gar nicht i ist die i it, sondern es hieß in Wirklichkeit i ist die it, imus ist dies jerund, jerund. Gut, ich wiederhole. Das Wort gehen, ihre,
Präsens, eo, is, id, imus, istis, eund. Wechsel zwischen e und i Stamm. Imperfekt, ganz regelmäßig, ibam, ibas, ibat, ibamus, ibatis, iband. Perfekt, i, isti, id, imus, istis, erund. Ierund, Entschuldigung. Gut, das ist das Wort ire. Das zweite Wort, das ich vorhin genannt habe, ist das Wort welle. V-E-L-L-E. Welle heißt wollen. Es kommt recht selten vor im Lateinischen, weil man im Lateinischen wollen, zumindest in der Literatursprache, vorzüglich durch futurische Dispositive ausdrückt. Also entweder durch das Futurum selbst oder durch das Partizipium der Zukunft oder durch einen Konjunktiv unter Umständen sogar, die auch eine große sprachgeschichtliche Nähe zueinander haben. Das heißt, im Lateinischen wird das Wort wollen, das zum Beispiel im Deutschen oder in den meisten Sprachen wohl eines der ersten Wörter ist, das man kennenlernt, wenn man die Fremdsprache lernt, nur sehr selten tatsächlich hingeschrieben, denn der Begriff des Wollens als Modalverb ist dem Futurum implizit im Lateinischen. Also man sagt statt ich will gehen, ich werde gehen. Und wenn Sie mal im Englischen daran denken, I will go, was heißt will eigentlich? Ne? Also diese Nähe von Wollen und Zukunft ist eine offensichtliche. Wann braucht man also im Lateinischen überhaupt das Wort wollen? Ja, dann, wenn man das Wollen betonen will. Denn auf diese Weise, die ich gerade nannte, wenn man das Futurum anstelle des Wortes wollen gebraucht, kann man ja nicht auf das Wollen den Akzent legen. Man kann zwar sagen, ich will gehen, das ist gleichbedeutend mit ich werde gehen im Lateinischen, aber man kann nicht sagen, ich will gehen. Und immer wenn man das möchte, braucht man ein solches Modalverb, um wollen eben doch. Und im Übrigen muss man sagen, dass es dazu in der lateinischen Umgangssprache, soweit wir dies überhaupt kennen, teilweise tun wir das ganz gut über die römische Komödie, zumindest näherungsweise, da kann man sehen, dass das Wort viel öfter in Gebrauch ist als in der klassischen lateinischen Prosaliteratur, für das das eben Gesagte gilt. Gut, also, wir kommen um das Wort welle letztlich doch nicht herum. Es ist ein Wort, das Sie vom französischen vouloir oder vom italienischen volere und zuletzt vom deutschen wollen kennen. In den beiden romanischen Beispielen handelt es sich natürlich um Ableitungen aus dem Lateinischen. Beim deutschen Wort wollen handelt es sich schlicht und ergreifend wiederum um ein indoeuropäisches Erbe aus unserer gemeinsamen älteren Muttersprache, die es schon vor Deutsch und vor Latein gegeben hat. Und das deutsche wollen versus das lateinische welle zeigt uns auch gleich, was das Grundproblem oder eines der Grundprobleme bei diesem sehr unregelmäßigen Wort welle ist, nämlich eine lautliche Entwicklung, die es im Lateinischen gab, die, wenn ein W, also ein V, aber von der Aussprache her ist das ja im Lateinischen so wie ein englisches W, es heißt ja nicht Video, sondern Video, also wenn ein solches V, W im Lateinischen, vor einem O steht, also wo, dann hat das die merkwürdige Konsequenz durch eine Lautverschiebung des klassischen Lateins, dass dieses sich in we verwandelt. Aber halt nicht immer. Und prinzipiell muss man sagen, das gilt jetzt allgemein für die lateinische und romanische Sprachgeschichte, ist diese Entwicklung des klassischen Lateins von wo in we eine Wasserkopfentwicklung. Unter der Oberfläche des klassischen Lateins sind die alten Formen mit wo ständig weitergegangen und bis in die romanischen Sprachen, wo sie wieder aufgetaucht sind. Nur ein Beispiel, jeder kennt votre, euer, vostro, vuestro, ja, vosu. Dieses Wort heißt im klassischen Latein nicht voster, vostra, vostrum, euer, sondern vester, vestra, vestrum. In der romanischen Sprache aber offensichtlich von voster weitergebildet. Und in der Tat ist im älteren Latein dieses O gegeben. Es heißt im alten Latein voster, vostra, vostrum.
praktisch genauso wie auf Italienisch. Nur im klassischen Latein gab es diese Lautverschiebung von wo in we. Wester, westra, westrum. Und das treffen wir nun auch, aber modo irregulari im Verbum welle. Da haben wir schon einmal diesen merkwürdigen Infinitiv, der offensichtlich eine Zusammenziehung ist mit einer Assimilation, die zu einem verdoppelten L führt. Welle mit Doppel-L ist der Infinitiv. Wollen. Ich will heißt volo. Volo. Da haben Sie das O. Ja, da haben Sie das O, das alte O erhalten. Im Infinitiv ist es bereits ins E gekippt. Im Übrigen werden Sie dann sehen, entweder Sie wissen es eh schon oder Sie erfahren es gerade erst jetzt. Im Italienischen ist der Infinitiv von wollen volere. Da ist das O wieder zurückgekommen. Ja? Volere. Im Lateinischen welle. Aber volo, ich will. Du willst, wird sie gar nicht glücklich machen. Hier wurde offensichtlich von einer lautgeschichtlich bearbeiteten Form wellis oder wells ein ways konstruiert. In der Tat, V-I-S, wies, das heißt du willst. Wollo, ich will, wies, du willst. Die dritte Person, er, sie oder es, will, lautet im klassischen Latein vult. Im älteren Latein gibt es auch volt. V-U-L-T oder V-O-L-T. Sie denken an Französisch il veut, an Italienisch vuole. Ja? Vult. Also hatten wir bisher volo, wies, vult. Wir wollen volumus. 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 Ihr wollt vultis, vultis oder älteres Latein voltis, vultis und die dritte Person Plural volunt, volunt. Also volo, vis, vult, volumus, vultis, volunt. Voglio, vuoi, vuole, vogliamo, volete, vogliono. Nicht ganz, aber die Ähnlichkeit ist schon erdrückend. Gut, von dem Wort welle, dessen Präsens, das einigermaßen chaotisch ist, wie wir gerade kennengelernt haben, gibt es einen recht in sich regelmäßiges Imperfekt, das jetzt wieder den VO-Stamm zeigt. Das heißt zwar welle, aber volebam, ich wollte, volebam, volebam, volebas, volebat, volebamus, volebatis, volebant. Ja? Volebat, er wollte. Voleva auf Italienisch. Volebat auf Latein. Und das Perfekt hat einen dem alten Präsens sehr ähnlichen Stamm, nur mit der Urerweiterung volu. Volui, voluisti, voluit, ich habe gewollt oder ich wollte. Also nochmal, welle, der Infinitiv, das Präsens. Volo, volo, vis, vult. Volumus, vultis, volunt, das Imperfekt, volebam, volebas, volebat und so weiter, und das Perfekt, volui, voluisti, voluit, voluimus, voluistis, voluerunt, also volu mit den üblichen Perfekt Personalendungen. Das dritte unregelmäßige Verbum, das in seiner Konjugation auch unregelmäßig ist, ist das einfachste, glaube ich, kann man wahrscheinlich, werden Sie wahrscheinlich auch so sehen. Ferre kommt von dem älteren ferere. Es ist also ein ganz normales konsonantisches Verbum eigentlich. Tragen heißt es. Ferre ist verwandt mit dem altgriechischen perein, das man mittelgriechisch und erst recht neugriechisch ferin spricht. Also so wird dann wie das lateinische ferre. Dies ist ebenfalls verwandt mit dem Sanskrit Bharami, ich trage, Bharami, BH, Bharami, ist B, ist das griechische PH und ist das lateinische F. Und das entspricht wieder dem deutschen Bar oder Bär in Gebären. Ein Kind austragen, es bären. Ja? To bear in mind, im Englischen haben sie dieses Wort
besser erhalten als im Deutschen, nur ohne seine Aspiration und nur mit seinem labialen Bestandteil. Also es ist auch ein sehr altes indoeuropäisches Wort. Ferre also, tragen. Wie ich schon sagte, es ist eigentlich ein regelmäßiges konsonantisches Verbum. Ferrere. Und wie würde man ferrere konjugieren? Na, ferro, ferris, ferrit, ferimus, ferritis, ferund. So wie dico, dicis, dici, dicimus, dicitis, dicund. Ferro, ferris, ferrit, ferimus, ferritis, ferund. Hier haben die Römer einfach nur aus Schlamperei ihrer Zunge folgend die Dinge ein wenig abgekürzt. Es fängt mit dem Infinitiv schon an. Ferrere, ferrere wird zu ferre mit Doppel-R. Das ist einfach schlampig ausgesprochen. Ferre. Die erste Person, ich trage ferro, da gibt es nichts zu tun. Ferris, ferris wird zu fers. Das I fällt aus. Ferris, du trägst fers. Wenn Sie ferris schnell und schlampert sprechen, kommen Sie eh automatisch auf fers. Halt wirklich geschrieben F-E-R-S. Da fehlt der Vokal vor der Personalnennung. Ebenso der dritten Person, die hieße oder hätte heißen müssen und hieß auch mal ferit, ferit, er sie es trägt, heißt aber dann im klassischen Latein durch institutionalisierte Schlamperei fert, fert, er sie es trägt. Ferimus bleibt, feritis wird wiederum schlampig zu fertis, und ferund in der dritten Person Plural bleibt auch. Also, ferre hat folgende Formen im Präsens. Ferro, fers, fert, ferimus, fertis, ferund. Das Imperfekt ist ganz regelmäßig. Ferebam, ferebas, ferebat, ferebamus, ferebatis und so weiter. Das Perfekt ist eines der schlimmsten, das man sich vorstellen kann, nämlich eines, wo ein völlig anderes Wort, ähnlich wie bei esse, fu, ja, ein völlig anderes Wort den Perfektstamm liefert, nämlich das Wort tuli, T-U-L-I. Tuli heißt, ich habe getragen. Tuli, tulisti, tuli, tulimus, tulistis, tulerum, das ist dann völlig normal, regelmäßig durchkonjugiert mit den entsprechenden Perfekt-Personalendungen. Also, ich wiederhole, ferre, tragen. Ferro, fers, fert. Ferimus, fertis, ferund, sowie im Imperfekt ferebam, ferebas, ferebat und im Perfekt tuli, tulisti, tulit, tulimus, tulistis, tulerund. So, damit haben wir nun deutlich mehr als eine halbe Stunde gebraucht, um allein über die unregelmäßigen Verben zu sprechen. Das heißt, der zweite Teil der Lektion 5 wird in einem eigenen Teil 5b als Video publiziert werden, in dem es dann um weitere wichtige, kleine, aber systemerhaltende Wörter des Lateins geht, nämlich zunächst um die Präpositionen, von denen wir einige schon so nebenbei en passant einfließen hatten lassen, und die Konjunktionen oder Subjunktionen, beide Begriffe sind denkbar, die Bindewörter, die Nebensätze einleiten, also Wörter wie als, weil, obwohl und dergleichen. Wie schon in der Ankündigung gesagt, wird uns das ein ordentliches Stück weiterbringen, was das Thema Komplexität der Sätze anbelangt, weil natürlich die Einführung von Bindewörtern, die Nebensätze einleiten, das Tor in der Welt der Nebensätze eröffnet. Ich bitte Sie, wie immer, die neuen Formen stabil zu erlernen, sie einzuüben, natürlich zunächst einmal zu lernen in der Reihenfolge, so wie man es üblicherweise tut, und dann die Sachen durcheinander zu bringen und durch lautes Vorsagen in unterschiedlicher Reihenfolge sich an diese Formen zu gewöhnen. Je früher Sie diese unregelmäßigen Verben assimilieren, desto besser. Wie gesagt, ich fasse noch einmal den Trost, der in dieser Lektion beinhaltet ist, zusammen. Sie haben das Wort esse und das Wort posse, wo Sie zwei zum Preis von einem bekommen und noch dazu viele Formen, zumindest manche Formen von esse, anderswoher schon kennen. Sie haben auf der anderen Seite das wirklich scheußliche Wort welle, wallowis, wood,
Das ist wirklich merkwürdig und schwer, sich das schnell zu merken. Aber dann haben wir das ganz einfache Wort Ire, das einfach nur mit dem Stammwechsel EI arbeitet. EO, ich gehe, IS, du gehst. Und Ferre, tragen, das in Wirklichkeit nichts anderes als ein schlampig ausgesprochenes, konsonantisch konjugiertes Verbum ist. Schön. Natürlich gibt es von diesen unregelmäßigen Verben noch weitere Formen, die wir erst, wenn wir das PPP kennenlernen oder den Konjunktiv kennenlernen, besprechen können. Für den Augenblick soll es reichen. Die Osterferien sind zu Ende. Ich bitte Sie, sich auf den neuesten Stand zu bringen. Nehmen Sie diese Pause, die jetzt hinter uns lag von Osterferien, als Gelegenheit, auch jetzt noch einmal alles zu wiederholen, bevor es jetzt weitergeht. Es wäre schlecht, wenn Sie Konjugation und Deklination, was wir bisher gemacht haben, Unsicherheiten mitnehmen in die nächste Phase. Denn die nächste Phase nach der Lektion 5 dann, ich weiß, wir haben jetzt noch 5b vor uns, aber nach der Lektion 5 ist, wie gesagt, ein gewisserweise der Eintritt in komplexere Sätze und da sollten die elementaren Dinge der Formellehre unbedingt sitzen. Also wiederholen Sie jetzt die Formellehre, die wir bisher gemacht haben, vielleicht noch einmal im Schnelldurchlauf und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Wie immer bleiben Sie vernünftig, immer noch, aber lassen Sie sich keine Angst machen. Ciao a tutti!